Menschen von Gera, liebe Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Gedenkfeier, ehrliches Gedenken heute hier in Gera, bevor wir zur eigentlichen Gedenkveranstaltung kommen, noch mal so der Ablauf, wie wir uns das gedacht haben. Nachdem ich ein paar einführende Worte gesagt habe, werden wir noch mal Musik spielen. Im Laufe der Musik würde ich dann die Leute bitten, die für die demokratischen Parteien und andere Strukturen die Grenze ablegen wollen, das zu tun. Danach werden wir noch mal Musik machen und dann steht es diesen oder jenen noch frei, bis 15.15 Uhr noch ein paar Worte an uns alle zu richten. Das ist so ungefähr der Ablauf. Ich bin gebeten worden durch die Vertreter des ökumenischen Gebetes, das nachher 17 Uhr in der Kirche stattfindet, dass Menschen, die jetzt an diesem Ehrengedenken teilnehmen, dann bitte mit rüber in die Kirche und in 85 Jahre, am 9. November, heute vor 85 Jahren, Schlägertrupps der SA, der SS zucken, lärmend, wütend, teilweise mordend, brandschatzend durch die Gegend. Im Vorfeld wurden Geschäfte, Häuser und andere Dinge markiert, stigmatisiert und ab dem 9. November die Menschen jüdischen Glaubens kriminalisiert, gejagt, gehetzt, ermordet. Was daraus folge, wissen wir, und ich möchte auch keine politische Bewertung machen, die ist heute den ganzen Tag in den Medien zu verfolgen. Ich kann nur an jeden, wie an mich selber, die Bitte richten, für sich selber in sich zu gehen, reflektieren, was im Umfeld passiert bzw. nicht passiert. Erschreckend ist, dass 85 Jahre nachdem sowas passiert ist, Symptome dieser ganzen Geschichte in Deutschland in einer Art und Weise aufflackern, wie ich es nicht für nötig gehalten hätte. Für mich persönlich als Antifaschist aus Gera ist es unerträglich, wenn wieder zu solchen Momenten aus der Politik, aus Teilen der Politik, die in der zurückliegenden Zeit auf dem Gebiet versagt haben, der laute Ruf "Nie wieder" ist jetzt erschallt. Ich bin der Meinung, nie wieder ist jeden Tag und immer und nicht nur zu solchen traurigen Anlässen herhalten müssen für herrliche Sonntagsreden oder politische Tiraden. Deswegen bin ich sehr erfreut, dass es Menschen sich die Zeit nehmen, hier und heute und wie immer jedes Jahr zu stehen, weil auch hier in Gera ist nicht ausgeschlossen, dass diejenigen, die diese Politik heute glorreich hochloben, nachher wieder hier mit ihrer Anwesenheit, mit ihren Schuhen, das ehrende Angedenken, die Schmach, die Pein, die Qual von den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie auf den Rasen hier treten, mit Füßen treten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr jetzt und heute hier seid. Schönen Dank für euer Kommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Musik, dann kann jeder beim Kranz ablegen, in sich gehen, seine Gedanken und sein Umfeld für sich äußern und wer unbedingt das Bedürfnis hat, im Anschluss an den Kranz ablegen, vielleicht hier noch vor die Menschen reden und die Gedanken mit uns teilen. Danke, dass ihr hier seid.
Oh.